Rendite kann so einfach sein oder auch so schwer, hängt von dir ab, je nachdem, wie du dein Depot strukturierst. Das würde ich dir zeigen anhand von zwei echten Beispielen, anhand von echtem Geld, anhand von zwei Depots, in die ich beide mit echtem Geld investiere und wo es schon ja, im Vorhinein eigentlich klar war, welches der beiden Depots besser abschneidet. Jetzt hast du sicherlich die Frage auf der Zunge, warum hast du dann das schlechtere Depot überhaupt? Ich werde es dir beantworten, keine Sorge. Mein Name ist Thorsten Tietz, ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net. Die siehst du hier im Hintergrund. Hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und da braucht man nicht nur ein Tool, sondern auch ein bisschen Hintergrundwissen, um so ein Tool beispielsweise richtig anzuwenden. Und das Starterdepot, wir machen jetzt ein Monatsupdate zum Starterdepot. Das dient der Wissensvermittlung genauso wie auch die Bestseller-Challenge der Wissensvermittlung dient. Und die beiden Depots, die gucken wir an, die benchmarken wir in Portfolio-Performance. Und ich werde dir dann erzählen, warum das eine Depot besser abschneidet als das andere und weil es im Prinzip, warum es im Prinzip auch schon von vornherein klar gewesen ist und wie du dann eben das Beste draus machen kannst. So, gucken wir uns mal das Starter-Depot an. Wir haben jetzt Anfang März, den 7. und es ist jetzt wieder eine neue Sparplanausführung gekommen. Ist schon fast 5.000 Euro wert. Jeden Monat stecken wir da 500 Euro rein. Und das Erfreuliche ist, dass wir hier im Prinzip mit dem Starter-Depot, das wirst du auch gleich sehen, im Plus sind. Trotz des Corona-Crashs. Wir haben angefangen mit dem Starter-Depot im Juli. Da haben wir die erste Sparplanausführung gehabt im November, dann haben wir den 20. Sparplan a 25 Euro festgemacht. Seitdem besparen wir also 20 Aktien. Im April haben wir wie viel Prozent zugelegt? Hier knapp 14% haben wir gewonnen. Der April war ja ein Monat der Erholung, die schon eingesetzt hat, Mitte März oder in der zweiten Märzhälfte. Auch der S&P 500 hat ungefähr 13% zugelegt und der DAX knapp um 10%, unser Depot um knapp 14%. Wir gab auch ein bisschen Dividende und fast 5.000 Euro Marktwert haben wir schon. Es ist also alles recht erfreulich. Wenn wir das Ganze auf Portfolio-Performance anschauen, dann ist es, finde ich, noch ein bisschen erfreulicher. Da haben wir dann den gesamten Blick und wir sehen dann, wie das Portfolio, das Starterdepot sich verhält im Vergleich zu dem MSCI World. Einmal zum MSCI World in Euro, das ist die lila-blaue Farbe hier, und einmal zum ETF hier in Rot, in US-Dollar. Ich muss allerdings noch den Zeitraum ändern, nämlich wir haben hier ist der 1.11., den habe ich, und wir haben angefangen zum 1.7. Und da sind wir jetzt also hier im Plus mit dem Starterdepot 1,15% und die beiden Benchmarks mit minus 4 und knapp minus 7% im Minus. Und das, obwohl wir ja die Gebühren hier mit berücksichtigt haben, 1,5% bei der Ausführung. Also eigentlich wären wir dann über 2,5%, wenn du so willst, im Plus. Das ist eine gute Sache und es ist auch kein Zufall, dass das Depot insbesondere hier relativ gut durch die Crashphase gekommen ist. Ab hier wird im Prinzip erst das Benchmarken aus meiner Sicht interessant. Am Anfang, in den ersten Monaten, wo wir erstmal hier die einzelnen Sparpläne uns ins Depot geholt haben, war das mehr oder weniger eh Zufall. Aber jetzt, ab dem Crash hier, wird es dann interessant mit den Benchmarken. Und das Starterdepot, das profitiert davon, dass wir in die richtigen Branchen investieren. Das haben wir uns am allerersten Video, ich gehe jetzt mal hier wieder zum Starterdepot, hier findest du es auf dem Blog wachstumswerte.net von mir. Hier haben wir die ganzen Videos und im allerersten Video, so investieren wir. Da haben wir oder habe ich euch gezeigt, in welche Branchen, insbesondere Branchen, wir investieren werden, basierend auf dieser Dividendenwachstumsstrategie, auf die wir uns gemeinsam verständigt haben in der Abstimmung. Und es waren halt die richtigen Branchen. Im Detail siehst du es im Video. Ich habe ausgewertet im Prinzip auf dem Datenbestand des Aktienfinders, welche Branchen das beste langfristige Gewinnwachstum haben, das stabilste Gewinnwachstum. Und dadurch haben wir uns dann im Prinzip für die Branchen entschieden, die auch Profiteure sind von Megatrends wie Digitalisierung oder Gesundheit. Das siehst du dann, wenn du hier in die Gewichtung nach Branchen reingehst.
Es ist sehr viel Unternehmen drin, die vom Megatrend Digitalisierung profitieren. Nicht nur Technologie hier, auch hier im Finanzen, American Tower, Visa, Online-Bezahldienstleister, American Tower, Vermieter von Sendemasten mit dem immer höher werdenden Datenvolumen, was übertragen werden muss. Auch Profiteure vom Megatrend Digitalisierung. Novo Nordisk, Profiteur vom Megatrend Gesundheit, Marktführer Insulin, Johnson & Johnson auch. Vielleicht ist dann auch Fresenius, nachdem klar geworden ist, dass die Krankenhäuser halt ganz wichtig sind, um ein stabiles Gesundheitssystem zu haben. Wir kommen ja relativ gut durch die Corona-Krise, liegt auch daran, dass wir eben eine gute Infrastruktur haben, mit Krankenhäusern beispielsweise. Und also hier in dem Bereich sind alles mehr oder weniger Profiteure von Megatrends. Hier unten teilweise weniger, würde ich sagen. Auch hier ein paar Zykliker dabei. Hätten wir die nicht, hätten wir nochmal bessere Performance gehabt. Aber um das Depot entsprechend abzurunden, ist es durchaus auch mal sinnvoll, auch ein bisschen Industrie beispielsweise drin zu haben, auch wenn sie zyklisch ist oder Unilever und so weiter. Insgesamt hast du ja gesehen, gut durchgekommen. Durch den Corona-Crash entwickelt sich weiterhin meines Erachtens zufriedenstellend. Okay, schlechter als der Nasdaq, aber dafür haben wir halt, Nasdaq hat halt ein paar Zugpferde, die das Ganze halt anziehen. Dafür ist der Nasdaq auch relativ volatil. Das war aber uns nie unser Ziel gewesen, mit einer Dividendenstrategie jetzt den Nasdaq zu schlagen. Auch das werden wir gleich noch ein bisschen sehen zum Nasdaq. Interessant ist jetzt die Performance der Bestseller Challenge. Da muss ich jetzt erstmal wieder den richtigen Monat aussuchen. Hat angefangen im November hier. Und dann siehst du das. Und jetzt sieht es plötzlich anders aus. Die Bestseller Challenge, beziehungsweise die Performance davon, das ist hier diese rosa Fläche. Und du siehst, dass wir hier im Prinzip Underperformance haben durch die Bank durch. Als die Kurse gestiegen sind, da hatten wir schon Underperformance. Auch so ein bisschen wie bei der Bestseller Challenge, was ja ähnlich, aber hier noch deutlich ausgeprägter. Und jetzt haben wir ebenfalls eine Underperformance und momentan minus 23% und die auf diesen Zeitraum bezogen MSCI World Benchmarks zwischen 9 und 10% im Minus. Warum ist es so? Kannst du dir jetzt wahrscheinlich alles denken. Das ist quasi, liegt natürlich wieder an den Branchen. Gucken wir uns das an. Hier ist die Bestseller Challenge. Und wenn wir hier die Gewichtung nach Branchen machen, dann haben wir hier drinne Banken, Versicherungen, Industrie, Transport, Kommunikation und Chemie. Also erstens, also wir finden hier nicht so, ich sehe hier jedenfalls nicht den Megatrend, von dem hier das ein oder andere Unternehmen profitiert. Ich sehe hier mehr Zyklik, Chemie beispielsweise, Industrie, Transport, also auch Banken würde ich jetzt eher als Zykliker betrachten. Und Versicherungen leiden ebenfalls unter der Krise. Da habe ich gerade bei Gewinner und Verlierer auf dem Aktienfinder-Blog was zu geschrieben. Drei oder sogar vier Gründe, warum Versicherungen tendenziell davon betroffen sind. Die haben sich auch sehr schwach erholt. Da waren vier Verlierer. In den Flop 15 waren vier Versicherungen dabei. Die sind also auch relativ schlecht durch den April gekommen, also durch relativ schlecht performt in der Erholungsphase. Ja, und das ist der Grund, warum wir hier eine Underperformance haben, beziehungsweise warum wir schlecht durch die Krise kommen. Und jetzt müssen wir natürlich doch erklären, warum gibt es denn überhaupt die Bestseller Challenge? Antwort, um was zu lernen. Wir haben uns hier im Rahmen der Bestseller Challenge die beliebtesten Aktien der Deutschen angeschaut und versucht, in der jeweiligen Branche ein alternatives Unternehmen zu finden, was erfolgversprechender ist. Und da ist auch schon das Problem an der Sache. Wir sind dann quasi in der Branche geblieben, die vorgegeben ist von der jeweiligen oder vorgegeben wurde von der jeweiligen Aktie. Also hier Automobilbau, Banken, Chemie, Versicherungen, Industrie. Und dadurch haben wir jetzt keine Profiteure von so Megatrends drinnen, dafür aber sehr viel Zyklik. Und deshalb haben wir hier Probleme mit der Performance in dem Depot. Und das zeigt im Prinzip auch, dass die grundlegende Weichenstellung eines Depots darüber entscheidet, wie gut die Performance sein wird. Und du kannst, wenn die Weichenstellung falsch ist,
dich noch so stark bemühen, wenn du dich prinzipiell für die falschen Branchen entscheidest, wirst du es nicht mehr rausreißen. Wir haben zum Beispiel, als wir Daimler gechallenged haben sozusagen, haben wir 3 Anläufe gebraucht, bis wir endlich eine Aktie gefunden haben. Wir haben zuerst, und das siehst du hier auch bei den Videos, wir haben zuerst geschaut gehabt, hier die Autobauer, BMW, Daimler, Volkswagen, aber wir wollten keinen Autobauer im Depot haben. Dann haben wir Zulieferer angeschaut, wir wollten aber auch keinen Zulieferer im Depot haben und letztendlich haben wir uns dann für Sixt entschieden. Und Six hat jetzt auch in der Krise ziemlich gelitten. Das heißt, da siehst du, wie schwer wir uns da getan haben, wie aufwendig das gewesen ist. Und im Prinzip hat die Performance ist trotzdem nicht rausgerissen, weil wir halt einfach in der falschen Branche unterwegs sind. So viel zur Erklärung, warum es das Bestseller-Depot überhaupt gibt. Die Schuld von der Krise, also nicht so verstehen nach dem Motto, dass wenn die Corona-Krise nicht gekommen wäre, dann hätten die beide Depots gleich gut performt. Nein, das Standard-Depot wäre auch so, hätte auch so die Bestseller-Challenge outperformt. Aber diese Krise, die zeigt es halt nochmal, Corona-Crash zeigt es einfach nochmal viel deutlicher, der Trend viel deutlicher, die Spreu vom Weizen. Und insofern ist so eine Krise auch immer eine Chance, dass man nochmal vielleicht in sich geht, den Schmerz schluckt und dann sein Portfolio entsprechend anpasst. Ich habe hier in der Portfolio-Performance vorhin noch was ganz Nettes entdeckt. Das ist hier die Rendite-Volatilität. Da müssen wir jetzt auch mal wieder hier auf den 1.7. gehen, damit wir den kompletten Zeitraum vom Starterdepot drin haben. Und dann siehst du hier das Starterdepot. Da ist die Performance hier, also leicht positiv. Das hier ist die Performance. Die Y-Achse und die X-Achse ist die Volatilität, also Risiko-Rendite-Ansicht sozusagen. Hier ist das Risiko. Je weiter rechts die Punkte sind, desto höher ist das Risiko. Und je weiter oben der Punkt ist, umso höher die Rendite. Und das Beste ist natürlich hier oben, niedriges Risiko, niedrigstes Risiko, höchste Rendite. Und hier unten wäre das Schlechteste. Und das siehst du hier, dass das Starterdepot eine sehr niedrige Volatilität hat, im Sinne eines niedrigen Risikos. Und wo haben wir die Bestseller Challenge? Die ist hier unten. Ist auch die Volatilität recht niedrig. Dafür ist auch die Performance ziemlich schlecht. Da hättest du dann lieber, wie beim Nasdaq, eine hohe Performance, aber auch sozusagen eine sehr hohe Volatilität. Das sind dann diese Tech-Aktien, das wisst ihr wahrscheinlich aus der eigenen Erfahrung raus. Die sind sehr ausschlagfreudig, was die Kursentwicklung angeht, aber tendenziell geht es halt nach oben. Aber wenn es dann mal heiß zur Sache geht am Markt, dann schlagen die auch mal gerne nach unten aus entsprechend. Also da hat die Volatilität dann doch recht hoch. Das ist der S&P 500. Den haben wir also auch geschlagen mit der Bestseller Challenge, was die Performance angeht und ganz eindeutig, was hier die Volatilität angeht. Also das ist auch noch ziemlich interessant hier zu wissen. Das ist im Prinzip ja auch noch ein Grund, warum vielleicht es Sinn macht, nicht nur hier zum Beispiel jetzt die Nasdaq-Zugpferde im Depot zu haben, auf wegen des Risikos hier. Gut, ja, das meiste habe ich jetzt schon gesagt. Ich kann dir nochmal anbieten, hier sind wir richtig, genau. Ich habe hier das Starterpaket und ich gebe mein Möglichstes, nicht nur dir hier ein Tool anzubieten mit dem Aktienfinder, der es relativ einfach macht, die erfolgversprechende Aktien zu finden, sondern ich versuche ja auch hier mit dem Starterdepot dir das Rüstzeug mitzugeben, damit du eben hier das meiste machen kannst aus einem Tool wie dem Aktienfinder. Und dann gibt es hier ja noch die Consorsbank, wo das Starterdepot geführt wird, weil es eben nur bei der Consorsbank geht, weil die einzige Bank ist, die genügend sparplanfähige Aktien hat. Bei anderen Banken wäre es nicht möglich gewesen. Und ich biete dir hier bei der Depoteröffnung bei der Consorsbank, also interessant insbesondere dann, wenn du über Aktiensparpläne dein langfristiges Vermögen aufbauen möchtest, eine Depoteröffnung an. Dann bekommst du noch hier die Gratis-Vollmitgliedschaft über 90 Tage im Aktienfinder mit. Und dann hast du im Prinzip hier, hat sich der Kreis quasi geschlossen und dann würde ich hoffen, oder da bin ich recht optimistisch, dass du dann auch
von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren kannst. Ich werde dir das Ganze selbstverständlich auch noch verlinken. Gut, das soll es dann mal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Man sieht sich und alles Gute. Bleib gesund. Ciao.